tolle Kandidatinnen, ein traumhaftes Ambiente und eine perfekte Stimmung. Die Wahl zur Miss Vorarlberg 2018 auf der MS Sonnenkönigin war wieder ein spektakuläres Event. Traumhaftem Wetter versammelten sich die Fans der neuen Kandidatinnen in Bregenz am Hafen und alle waren natürlich gespannt, welche junge Dame das Rennen machen und die Krone von Sophie Thornherr übernehmen wird. Die zu dieser Zeit noch amtierende Miss Vorarlberg durfte in diesem Jahr am Jurytisch Platz nehmen. Wie war denn so das letzte Jahr für dich als Miss Vorarlberg? Ja, ich muss sagen, sehr spannend. Ich habe viel erlebt, schon nur von der Miss Vorarlberg aus und dann bis zur Miss Austria. Da waren so viele tolle Erfahrungen dabei. Und ja, ich habe einfach meine Persönlichkeit sehr gut weiterentwickeln können und ja, das klingt doch richtig schön, wenn alles gut passt und auch das Jahr wunderbar war für dich. Jetzt sitzt du ja heute in der Jury, so viel darf gesagt sein. Wie ist das für dich? Hast du schon, ist das vielleicht auch der Grund der Nervosität, jetzt auch die anderen Mädels zu bewerten? Ja, sicher, ich meine, das ist immer schwer, weil wir haben wirklich heuer auch wieder sehr hübsche Mädchen dabei und man würde es jeder gönnen, definitiv, aber ich denke, man muss einfach Spaß haben auf der Bühne und so natürlich wie möglich sein, dann ist das, kommt es bei der Jury sicher gut an. Moderator Lukas Greusing eröffnete dann den Abend auf der Bühne und zum ersten Mal zeigten sich die Kandidatinnen auf dem Laufsteg. Für die Jury natürlich keine leichte Aufgabe hier zu bewerten, das wusste auch Mr. Vorarlberg Michael Müller. Was sind denn für dich jetzt so Kriterien, wenn du jetzt auch in der Jury sitzt, wo du sagst, okay, da schaue ich vielleicht genauer drauf, das sind so Sachen, wo mir wichtig sind als Jurymitglied? Also für mich am allerwichtigsten ist eigentlich die Ausstrahlung, da natürlich die Figur und das Aussehen und wie man so mit der ganzen Leute, mit dem Publikum spielt und so weiter. Ob man dann nicht so als schüchtern, zu schüchtern auf die Bühne kommt und ja. Es ging dann auch gleich in den ersten Wertungsdurchgang. Jede der neun möglichen Missen gab alles, um die Jury von sich zu überzeugen. Zwischen den Durchgängen unterhielt Falco Luneau mit Unterstützung von Eule am Cajon die Besucher des Abends. Mit der dritten Wertungsrunde wurde es dann heiß auf der Sonnenkönigin. Die Vorstellung in Bademode war angesagt. Als weiteres Highlight des Abends präsentierte die Tanzschule Move for Style ihr Können auf der Bühne. Mit einer tollen Tanzshow und einer Pole-Dance-Aufführung brachten die Jungs und Mädels das Schiff fast zum Kochen. Mit dem abschließenden Wertungsdurchgang in Trachtenmode, welcher verdeckt bewertet wurde, stieg die Spannung dann. Wer wird Miss Vorarlberg 2018? Nachdem dann Sophia aus Schruns zur Miss Vorarlberg Online und Valentina aus Bregenz zur Miss Friendship gekürt wurden, startete der Countdown zum großen Finale des Abends. Um 22.30 Uhr lüftete dann Lukas Greusing das große Geheimnis. Daria aus Feldkirch heißt die neue Miss Vorarlberg 2018. Was erwartest du jetzt? Jetzt bist du Miss Vorarlberg, ich denke, das Verarbeiten, das geht jetzt noch ein paar Stunden, vielleicht sogar bis morgen, aber dann kommt ein Jahr voller ganz neuer Erfahrungen. Was könnte alles dabei sein, auf was freust du dich da besonders? Boah, also ich freue mich auf alle Fälle mega drauf, neue Menschen kennenzulernen, weil so die Mordler, die bedeuten mir jetzt so viel und wenn man denkt, ich hätte sie gar nicht kennenlernen können, oder? Und ja, definitiv neue Erfahrungen. Ein tolles Event ging also mit einer strahlenden Siegerin zu Ende. Gefeiert wurde dann natürlich auch.